herzlich willkommen zu einer neuen Folge 95 Ole, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Endspiel gegen den MSV Duisburg ging verloren. Zum Glück hat die Fortuna noch ein Endspiel, nämlich gegen den FSV Frankfurt am Sonntag. Darüber spreche ich gleich natürlich mit meinem Gast. Es geht aber auch um dessen neue Aufgaben bei der Fortuna und die damit verbundenen Mannschaften und Spieler. Vorher werfen wir aber noch mal einen Blick auf die Niederlage gegen die Zebras. Fortuna Düsseldorf hat am Freitag gegen den Tabellenletzten der zweiten Bundesliga MSV Duisburg mit 1:2 verloren. Beiden Mannschaften war in einem nervösen ersten Durchgang anzumerken, dass niemand den ersten Fehler machen wollte. Offensivaktionen blieben infolgedessen Mangelware. Duisburg hatte in der 20. Minute durch einen frei vor Michael Rensing stehenden Kevin Wolze jedoch eine hochkarätige Chance in Führung zu gehen. Der Duisburger schlug den Ball aber übers Tor. Nach dem Pausenpfiff zogen die Gastgeber dann durch einen Doppelschlag in 12 Minuten auf die Siegerstraße. Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel reagierte mit einem Doppelwechsel und der machte sich bezahlt. Der eingewechselte Mavrias bediente in der 67. Minute Joel Poyampolo, der aus 11 Metern ins rechte Toreck traf. Düsseldorf hatte in der Folge zwar mehr vom Spiel, aber die Zebras brachten das Ergebnis über die Zeit. Der Blick auf die Statistiken des Spiels offenbart, dass für die Fortuna mehr drin gewesen wäre. Zwar weisen die Duisburger in den Zweikämpfen und in puncto Torschüsse die besseren Werte auf. Düsseldorf hatte jedoch mehr vom Spiel, wie die Ballbesitzstatistik belegt. Auch was die Ecken anbelangt, hatten die Flingeraner die Nase vorn. Durch die Niederlage ist die Situation im Tabellenkeller für Düsseldorf noch bedrohlicher. Nur ein Punkt trennt die Fortuna auf Rang 15 von einem direkten Abstiegsplatz. Gegen den direkten Konkurrenten FSV Frankfurt zählt am kommenden Spieltag nur ein Sieg. Sonst findet man sich ganz schnell in der Abstiegszone wieder. Das also ein Spiel zum Vergessen. Deswegen widmen wir uns jetzt erstmal fröhlicheren Themen und meinem Gast und U23-Trainer Taschkin Akso. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sein darf. Und ich darf Ihnen erstmal gratulieren. Sie haben quasi einen neuen oder einen zusätzlichen Job bei der Fortuna. Ab dem 1. Juli übernehmen Sie die sportliche Leitung im Nachwuchsleistungszentrum. Das ist richtig. Und Sie freuen sich auf die Aufgabe, davon kann ich ausgehen. Ja, na klar. Ich denke, freue mich erstmal über das Vertrauen, das der Verein mir ausgesprochen hat, dass ich die sportliche Leitung des NLZ übernehmen darf und den Nachwuchs mitprägen darf. Und freue mich dann auch auf meine neuen Aufgaben auch. Wie ist es dazu gekommen? Markus Hirte hat erstmal gesagt, er verlängert nicht. Und dann kamen Rashid Azouzi und Robert Schäfer zu Ihnen, haben gefragt, Sie machen es. Und Sie haben einfach gesagt, ja klar, mache ich. Ich muss mir schon Bedenkzeit ein bisschen erbeten, weil ich denke, es ist schon eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Und wenn ich etwas mache, möchte ich auch dahinter stehen können. Aber ich habe da mit meiner Familie nochmal gesprochen und ich denke, der Zeitaufwand ist schon immens. Also ich habe als U23-Trainer hat man schon einen Fulltime-Job und dazu dann auch den Nachwuchs mitzubetreuen. Ist schon sehr aufwendig, aber ich denke, wir haben auch mit Kevin Amesgam habe ich ein paar gute Gespräche gehabt. Wir wollen das ein bisschen umstrukturieren, sodass der Zeitaufwand dann schon halbwegs machbar sein sollte. Und deshalb, dann habe ich dann dementsprechend auch zugesagt. Und man kann sich vorstellen, in der U23 wird dann wahrscheinlich auch nochmal die Gewichtung ein bisschen anders sein. Da werden die anderen aus dem Trainerstab ein paar Aufgaben mehr übernehmen müssen. So ist es. Ich denke, da mein Trainerstab und Betreuerstab schon sehr, 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 sehr gut funktioniert, konnte ich mich auch darauf verlassen. Das war mit ein Grund, dass ich da auch Verantwortung etwas abgeben kann und nicht bei jeder Trainingseinheit auf dem Platz stehen muss. Wenn das nicht funktionieren würde, das wäre auch noch ein Problem. Aber ich denke, das hat damit dazu beigetragen, dass ich dann dem Ganzen dann zugestimmt habe. Was werden Ihre Aufgaben dann sein als sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums? Ja, den kompletten Überblick erstmal über den ganzen Nachwuchs zu haben, Trainer zu schulen, mit Trainern sich auszutauschen, externe Trainer zu sichten, internen Trainer zu sichten und komplett Kaderplanung vorzunehmen mit in Absprache mit den jeweiligen Trainern. Mhm. Das sind so die Hauptaufgaben des sportlichen Leiters des NLZ. Haben Sie schon auch Ideen, wo Sie sagen, die will ich unbedingt umsetzen, möglichst schnell ein neues Nachwuchsleistungszentrum, die neue Trainingsmöglichkeiten nutzen? Ja, das wäre natürlich super, aber ich denke, das hängt jetzt nicht unbedingt von meiner Person ab oder von unserer Jugendabteilung. Also das sind andere Themen, glaube ich, im Moment wichtiger. Grundsätzlich werden wir die erfolgreiche Arbeit von Markus Hirte weiterführen. Ich denke, dass wir im Nachwuchs schon seit Jahren auf einem sehr, sehr guten Wege sind und da jetzt nicht großartig Veränderungen vornehmen müssen. Und von daher werden wir kontinuierlich weiter den Weg verfolgen und hoffen, dass wir da Konstanz reinkriegen, wie gesagt, und ja, weiter die guten Jahrgänge weiter ausbilden. Über die guten Jahrgänge sprechen wir gleich nochmal. Bei einem Punkt, da wird sich Ihre Aufgaben als Trainer der U23 und als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums
hervorragend ergänzen, nämlich wenn es darum geht, Spieler aus der U23 in die erste Mannschaft zu bringen, wie jetzt zum Beispiel bei Kemal Rüsker, der das Debüt gegen Duisburg hatte. Ja, na klar, ich meine, das ändert es ja nicht an meinem Aufgabenfeld. Als U23er war immer unsere Devise halt, Spieler in die erste Mannschaft ranzuführen, die halt nicht so für den sofortigen Sprung von der U19 schaffen, der schon immens ist. Ja, ich denke, das ist uns in den letzten Jahren ganz ordentlich gelungen und hoffen, dass wir auf dem Wege weitergehen. Kemal Rüsker jetzt einer von vielen, der es in den letzten Jahren geschafft hat. Sie haben sich mit Sicherheit für ihn gefreut, aber wie unglücklich ist es dann auch, in so einer Situation dann auf den Platz zu kommen, wo es sehr schwierig ist für die komplette Mannschaft? Ja, ich meine, die Lage ist bekannt, allgemein bekannt. Für einen jungen Spieler natürlich nicht einfach, aber so ein junger Spieler ist unbekümmert, macht sich vielleicht nicht so ganz den Kopf und geht unbekümmert in die Aufgabe rein. Und ja, hätte ja auch fast ein Tor gemacht, das hätte mich umso mehr gefreut. Und von daher, ja, keine einfache Situation, aber irgendwann muss der Sprung ja ins kalte Wasser erfolgen. Aber wie sind Sie mit seiner Leistung zufrieden? Sie haben gesagt, eine Torchance hat er, der ist ja beinahe reingegangen, der Ball. Viertelstunde, 20 Minuten hat er gespielt, da kann man eigentlich nichts gegen sagen, oder? Ich habe das Spiel ja auch nur im Zusammenschnitt gesehen, da wir leider zeitgleich spielen mussten mit unserer U23. Aber die große Torchance hat man noch wahrgenommen und gesehen. Und ja, wenn er nur leicht abgefälscht wird, geht er vielleicht sogar rein. Das wäre ein super Debüt gewesen. Mhm. Aber so hoffen wir auf die nächsten Spiele, dass er da auftrumpft. Generell haben wir schon gesagt, gegen Duisburg das Spiel zum Vergessen gewesen. Ist das so ein typisches Spiel, wo die Spieler sich viel vorgenommen haben und dadurch so ein bisschen so eine Blockade auslösen, dass man sich so ein bisschen zu viel vornimmt und dann einfach nicht mehr vorankommt? Ja, wahrscheinlich. Also ich denke, es ist natürlich der Druck war schon immens auf beiden Seiten. Aber ich denke, die letzten negativen Erlebnisse und Ergebnisse tun hier übrigens bei. Und es ist nicht einfach die ganze Gesamtsituation. Und jetzt hoffen wir einfach nur auf die letzten zwei Spiele, dass wir da den Sprung schaffen, zwei Siege einfahren und dann hoffentlich nächstes Jahr weiter zweitklassig bleiben. Der Trainer dann in der Funktion in erster Linie als Motivator zur Stelle? Ja, auch, aber mehr, glaube ich, um eher mal das Ganze beruhigend einzuwirken auf das Ganze, weil ich glaube, von außen wird schon sehr, sehr viel dazu beigetragen und viel Druck aufgebaut und man muss jetzt den Druck wegnehmen und gucken, ja, gegen FSV Frankfurt, das ist nur ein Fußballspiel, geht es nur um 3 Punkte eigentlich und ja, am Sonntag müssen die Jungs abliefern und mehr nicht. Genau, es wurde viel gesprochen über die Spiele und über die Mannschaftsleistung. Und auch Rashid Azouzi hat gesagt, am Wochenende, da muss man die Mannschaft jetzt einfach mal zeigen, dass sie es kann. Was ganz gut ist, ist es ein Spieler, der dabei sehr gut helfen könnte. Beginnen wir mit einer guten Nachricht in der Woche vor dem so wichtigen Spiel gegen den FSV Frankfurt. Oliver Fink, der zuletzt mit Adduktorenproblemen 2 Partien aussetzen musste und mit seiner Ruhe und Übersicht gegen Duisburg an allen Ecken und Enden gefehlt hat, wird wohl am Sonntag wieder spielen können. Fitnessstand war und ist, denke ich, ja ganz ordentlich. Von der Verletzung her muss man jetzt von Tag zu Tag schauen. Also heute Trainingseinheit war richtig gut. Jetzt mal wieder gucken, wie es reagiert. Ich werde heute nochmal beim Arzt vorbeischauen, was der davon hält. Und dann, ja, morgen gucken wir weiter. Ich muss mir schon Beine packen, dass ich da nicht dabei sein kann. Die schlechte Nachricht ist aber, Oliver Fink wird es nicht alleine richten können. Eine Mannschaftsleistung wie im Spiel gegen Duisburg wird auch gegen Frankfurt nicht zu 3 Punkten führen. Bei einer Niederlage muss man vielleicht sogar um die Abstiegsrelegation bangen. Doch auch wenn die Fortuna schon mit dem Rücken förmlich in der Wand steht, hat sie die eigene Zukunft immer noch selbst in der Hand. Ich denke, die Konstellation, die wollte am Anfang keiner haben, aber mittlerweile müssen wir trotzdem dankbar sein, dass wir nur in der Lage sind, so ein Spiel zu spielen. Und es bleibt und ist halt, also da müssen wir nicht drum rumreden oder uns irgendwas schön oder schlecht reden, dass es halt wirklich ein Endspiel bleibt, ein Finale bleibt. Und das muss sich einfach jeder bewusst sein. Stellt sich die Frage, ob es das ist, denn auch das Spiel gegen Duisburg wurde bereits als Endspiel tituliert. Ob sich die Bedeutung des Endspiels 2.0 in den Köpfen der Spieler festgesetzt hat, kann auch Sportdirektor Rashid Azouzi nicht beantworten. Ist ja nicht so, dass ich in die Köpfe reinschauen kann. Ich kann nur sagen, dass wir und das ganze Reden, was die ganze Saison schon ist, dass das irgendwann auch mal ein Ende hat. Und für mich ist der Zeitpunkt jetzt ein Stück weit erreicht mit dem ganzen Erzählen und Reden. Und da geht es jetzt nicht mehr drum. Es geht darum, am Sonntag jeden FSV Frankfurt zu zeigen, dass nur eine Mannschaft gewinnen kann und das sind wir. Und ich stelle mich hier hin und erzähle das. Ja, aber grundsätzlich, ich stehe nachher nicht auf dem Platz am Sonntag, am Rasen. Ja.
Das habe ich vor 15 Jahren noch gehabt, aber das ist leider nicht mehr so. Mit dem Engagement, das der Manager bei diesem Interview gezeigt hat, würde die Mannschaft gegen Frankfurt auf jeden Fall um den Sieg spielen, der die Fortuna sogar retten würde, wenn auch Paderborn und Duisburg zeitgleich verlieren. Der Druck, der auf der Mannschaft liegt, ist also noch einmal gestiegen. Für Oliver Fink keine neue Konstellation, auch wenn er sie mit einer Situation vergleicht, als es für die Fortuna um ganz anderes ging. Ich glaube, das ist die Aufstiegsrelegation, die war schon ähnlich. Und ich habe mir damals so ein paar Gedanken gemacht und irgendwie dann Leuten erzählt, wenn ihr mal nervös sein wollt, dann spielt ihr mal eine Relegation in die Bundesliga. Und jetzt momentan bin ich da ganz weit weg davon. Also ich freue mich eher auf das Spiel. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich jetzt die letzten Male nicht mitwirken habe können. Aber von Nervosität kann keine Rede sein. Die wäre auch fehl am Platz und würde eher hemmen als beflügeln. Und das sollte der Fortuna nicht schon wieder passieren. Der FSV Frankfurt, der nächste Gegner der Fortuna. Taschkin Aksoy, Sie kennen die Frankfurter auch noch. Letztes Jahr das letzte Spiel gewesen, als Sie Interimstrainer gewesen sind. 10 Spieler sind auch noch da. Wie schätzen Sie den FSV ein? Ja, schwer einzuschätzen. Ich denke, sie sind jetzt auch relativ großen Negativlauf. Absolutes Endspiel für beide Seiten. Letztes Jahr war die Konstellation nicht ganz so, für uns zumindest nicht ganz so schlimm. Es wird ein Spiel. Ich denke, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann werden wir auch das Spielfeld als Sieger verlassen. Aber die Frankfurter werden sich auch mit Haut und Haaren hier wehren. Und ich glaube, ich habe jetzt 4 Mal hintereinander verloren mit dem neuen Trainer. Wollen definitiv nicht das 5. Mal verlieren. Es wird ein harter Kampf hier. Schönen Fußball wird man wahrscheinlich nicht sehen dürfen oder können. Aber nichtsdestotrotz, ich bin optimistisch, dass wir am Sonntag 3 Punkte hier einfahren. Ist auch egal. Am Ende, wenn es ein dreckiges 1-0 wird, sagt man ja immer so schön als Fußballer, dann ist es okay. Muss die Fortuna das Spiel machen? Oder kann man auch sich ein bisschen auf, ich sag mal, Kontern im eigenen Stadion zurückziehen? Weil die Frankfurter, die müssen ja eben auch, haben sie auch gesagt. Ja, ich denke trotzdem, die Frankfurter werden nicht das Spiel machen wollen oder machen werden, weil ich denke, das ist eine sehr auswärtsstarke Mannschaft. Die Heimbilanz ist, glaube ich, schlechter als die Auswärtsbilanz. Und von daher gehe ich mal schon davon aus, dass wir das Spiel machen sollten auch. Zumindest mit den vielen Zuschauern im Rücken und frühzeitig Druck aufbauen und frühzeitig das 1-0 machen, um den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Ja, und da kann man auch wieder befreit aufspielen und dann kann man sogar mal hochgewinnen. Aber wie gesagt, ich erwarte oder hoffe, dass es ein knappes Spiel wird und 1-0 reicht mir. Alles klar. Jetzt fallen Djurdjic und Pojan Palo fallen aus. Djurdjic verletzt wohl, Pojan Palo mit der Gelbsperre. Da kommt dann eben wieder Kemal Rüsker ins Gespräch, vielleicht auch Emanuele Joa. Die kennen Sie beide. Sind das Jungs, wo Sie sagen, auch in so einer schwierigen Situation vom Kopf her, das passt, die kann man einfach reinwerfen? Das wird die Situation zeigen. Kann man im Vorfeld nie ausschließen, dass es nicht klappt oder dass es klappt. Also von daher, das kann gut gehen. Ich hoffe, dass es gut gehen wird. Und beide, fußballerisch traue ich es beiden zu. Ja, vom Mentalen her, die sind beide schon etwas länger dabei hier bei der Fortuna und haben schon im Nachwuchsbereich mehr als bewiesen, dass sie die Qualität haben. Und warum soll es nicht am Sonntag auch gut gehen? Was ist Kemal Rüsker sonst so für ein Typ, jetzt mal abseits des Platzes? Ja, ein sehr ruhiger, sehr introvertiert, aber fokussiert, denke ich schon. Er hat ein Ziel, er hat frühzeitig klargemacht, dass er Profi werden will und hat da hart gearbeitet an sich. Hat sich bei uns jetzt in den 1,5 Jahren, die er jetzt bei uns wieder ist, er war ja vorher zwischendurch mal kurz bei Leverkusen, hat er sich wirklich sehr, sehr gut entwickelt und zu Recht jetzt den Profivertrag bekommen. Und ich hoffe, dass er dann auch nächstes Jahr noch weiter für Furore sorgen kann. Das wäre sehr gut. Für Furore sollen auch die Fans auf der Tribüne natürlich sorgen, weil die Mannschaft braucht jede Unterstützung. Und auch in der Stadt kann man diese Unterstützung sich anhören. Wir haben das gemacht und sind mal ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen und haben gefragt, was die Fans vom Spiel am Sonntag erwarten und wie sie die Mannschaft anfeuern würden. Ja, 2-0. Und warum? Darf Fortuna absteigen? Nein. Also mein Tipp wäre maximal ein 1-1, einfach aufgrund der desolaten Situation der Mannschaft zurzeit. Ne? Aber trotzdem, ich bin im Stadion mit dabei am Sonntag und werde ganz fest die Daumen drücken. Also ich hoffe 2-1, dass sie alle Kraft reinwerfen und wirklich als Mannschaft einfach auftreten und das Letzte geben, das letzte Hemd geben, dann schafft man das. Meistens ist es ja unentschieden und sie kommen nicht leider über ein Tor hinaus. Also würde ich 1-1 sagen. Ich habe das Gefühl, dass im Verhältnis zur Stärke des Kaders, dass da im mentalen Bereich
irgendwo ein kleines Defizit ist, das sie daran hindert, dass die letzten paar Prozent rauszukitzeln, die man einfach im Profibereich, auch in der zweiten Liga braucht, um die entscheidenden Zweikämpfe dann wirklich zu gewinnen, die dann eben das Torunterschied auch machen. Ja, ich hoffe mal, dass wir gewinnen und dass Fortuna in der zweiten Liga bleibt. Nicht nur für Fortuna selber, sondern für die ganze Stadt und vor allen Dingen für die weltbesten Fans überhaupt. Alles Gute und kämpft, 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 kämpft. Kämpfen, 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 Jungs. Mental einstellen, in jedem Fall den Fokus haben zu gewinnen, den Ball in jeder Situation zu gewinnen, zu erobern. Gas geben und kämpfen bis zum geht nicht mehr, wie ich gerade gesagt habe. Die Stadt und Fortuna, wir müssen das schaffen. Und deswegen stehen wir auch alle hinter Fortuna. Man sagt einfach, man sieht es ganz positiv. Man sagt sich, wir können mehr, als wir bisher gezeigt haben. Und jetzt einmal hauen wir das wirklich voll rein, das, was wir können. Auch wenn das bisher nicht immer so war. Es muss ja jetzt nur einmal sein. Und das ist die Chance, dass man keine Perspektive hat, die auf 20, 30 Spieltage geht, sondern dass man sagt, jetzt, hier und jetzt, wir vertrauen endlich mal auf das, was wir wirklich können. Ja, auch unser Gast Taschkin Aksoy wird sich das Spiel dann angucken können und die Mannschaft unterstützen. Sie selber mit der U23 spielen schon am Samstag gegen Schalke 2. Was ist für Sie noch drin in der Saison? 3 Spiele sind es ja noch. Ja, wir haben aktuell 53 Punkte, haben noch 3 Spiele vor der Brust. Spielen eine sehr, sehr gute Runde, eine sehr, sehr gute Rückrunde. Aber auch die Hinrunde war schon sehr ordentlich. Ja, wir wollen natürlich noch maximal Punkte holen. 3 Spiele, 9 Punkte wäre ideal, aber nichtsdestotrotz. Wir schauen immer von Spiel zu Spiel und bisher haben wir wirklich gerade in Heimspielen sehr, sehr ordentliche Ergebnisse abgeliefert. Letzten Freitag gegen Borussia Mönchengladbach U23 3-2 gewonnen, die auch aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Bei der U23 ist der Tabellenplatz nicht ganz so wichtig, aber klar, schiebt man nochmal drauf. Wir sind jetzt aktuell einen Punkt vom vierten entfernt. Warum soll man nicht da am Ende vielleicht auf dem vierten Platz landen? Aber wenn es dann am Ende nur der siebte, achte, neunte Platz ist, ist auch nicht schlimm. Ich denke, wir haben eine sehr, sehr gute Saison gespielt und das tut dann weh, wenn die Mannschaft so dann auseinanderfällt und die Jungs dann in alle Winde verstreut werden sind. Aber nichtsdestotrotz, das war eine sehr, sehr gute Saison und die letzten 3 Spiele wollen auch den positiven Eindruck bestätigen. Was wäre so am Anfang der Saison Ihr Ziel gewesen vom Tabellenplatz her? Ja, wie immer, bei der U23 möglichst da nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Jungs an die erste Mannschaft ranführen, 2, 3 zum Einsatz vielleicht bringen zu können, das ist immer unser Ziel. Und wir hatten aber schon die Hoffnung dieses Jahr, dass wir eine sorgenfreie Saison verleben dürfen, weil wir den Kader des letzten Jahres fast komplett behalten konnten, was bei der U23 auch nicht unbedingt immer der Fall ist. Die Vorbereitung hat schon gezeigt, dass es in die richtige Richtung geht und die Jungs haben dann dementsprechend auch bewiesen, ja, dass unser Eindruck der richtige war und wir wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Einen Anteil daran hat auch Robin Bormuth, Verteidiger, hat auch einen Profivertrag unterschrieben. Was ist er für ein Spieler? Ja, Robin Bormuth zeichnet halt seine physische Stabilität aus, ist sehr, sehr schnell für einen Innenverteidiger, unheimlich kopfballstark, sehr zweikampfstark, hat auch im Spielaufbau eine Menge dazugelernt, hat sich in den 3 Jahren jetzt hier bei der Fortuna ist unheimlich gut entwickelt und da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich traue ihm noch eine Menge zu und wenn er weiterhin Lerneifer an den Tag legt, den er bisher gezeigt hat, dann bin ich mir sicher, dass wir ihn irgendwann hier im Stadion sehen werden. Ein anderer, der zeitgleich den Vertrag unterschrieben hat für die Profimannschaft, ist Anderson Lukoki. Der spielt in der U19 und bei denen läuft es auch richtig gut. Die sind schon vor dem letzten Spieltag definitiv Vierter, haben 49 Punkte. Und ich habe mal in die anderen Ligen geguckt, in die Bundesliga Süd-Südwest. Der FC Bayern München zum Beispiel hat 15 Punkte weniger. Ist die Nachwuchsabteilung, beziehungsweise in dem Fall die A-Jugend-Bundesliga, auch gerade so ein richtiges Aushängeschild bei der Fortuna? Ja, definitiv. Also ich denke, wir haben auch einen sehr, sehr guten 97er-Jahrgang aktuell, dass wir die letztes Jahr schon als jüngerer Jahrgang fast komplett gespielt haben und auch da schon eine gute Saison gespielt haben. Deshalb war auch da im Vorfeld unsere Hoffnung, dass dieses Jahr auch eine sehr, sehr gute Saison wird. Das hat sich bestätigt. Ich denke, das ist eine sehr gute Mannschaft, aus der wir ja wahrscheinlich dann für die U23 8 bis 10 Spieler hochziehen werden. Sie haben es ja gesagt, mit Anderson Lukoki, mit Emma Ioa, mit Thailand Duman. Besitzt ja schon 3 Spieler aktuellen Lizenzspielervertrag und ich denke, das zeigt, dass wir mit der Fortuna gerade im Nachwuchs auf einem guten Wege sind. Ist das auch vielleicht ein Ziel für Sie jetzt, wenn man sieht, Platz 4 in der A-Jugend-Bundesliga, die erste Mannschaft kommt dann irgendwann in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Ist das was, wo Sie sagen würden, das wäre auch ein Ziel, die Mannschaft ganz nach oben zu bringen?
Ja, das wird schwer. Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, mit wem wir uns hier messen hier im Westen. Da sind wir noch nicht so weit, was Infrastruktur anbelangt, auch was die finanziellen Mittel anbelangt. Das wollen wir vielleicht auch gar nicht, ganz ehrlich, aber nichtsdestotrotz, die Konkurrenz hier vor der Haustür ist riesig und da müssen wir schon gucken. Das, was wir jetzt mit der U19 erreicht haben, das ist schon, ja, schon sehr, sehr gut, fast schon das Optimum. Mhm. Und das zu bestätigen in den nächsten Jahren, das wird schon schwer genug. Okay, dann freuen wir uns erstmal an der jetzigen Situation und kommen zu den Fragen der Zuschauer. Die können Sie wie immer auch stellen, einfach per E-Mail an 95ole@centertv.de, so wie das auch die folgenden Zuschauer gemacht haben. Christian Buchen fragt: Hallo Herr Axoy, im Falle eines Abstiegs, was wir nicht hoffen, muss auch die U23 eine Liga runter und wäre dann in der Oberliga Niederrhein. Müsste man dann über eine Auflösung der zweiten nachdenken? Ja, grundsätzlich haben wir mit unserer U23 da schon bewiesen, dass wir Daseinsberechtigung haben, weil der Sprung von der U19 in die erste Mannschaft einfach ein riesengroßer ist. Und viele Spieler brauchen einmal das ein oder die zwei Jahre. Siehe Robin Bormuth, der zwei Jahre bei der U23 stetig entwickelt hat. Aber natürlich, die Oberliga, die Niederrheinliga ist schon was anderes als die Regionalliga. Aber nichtsdestotrotz, diese Gedanken haben wir bisher nicht gehabt. Und ich denke mal schon, dass die U23 auch nächstes Jahr in den Start gehen wird. Alles klar. Dann fragt Sabine Mertens: Hallo Herr Axoy, wird es unter Ihrer Führung demnächst eine Damen- oder Mädchenmannschaft in Rot und Weiß geben? Mit diesem Thema habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt, um ehrlich zu sein. Und ja, wenn das Problem ist einfach, dass wir am Flingerbräuch auch Kapazitätsprobleme haben. Ich denke, dann nochmal eine Mannschaft da zu installieren, denen Trainingszeiten zu gewährleisten zu können, das ist schon das große Problem bei uns. Und solange sich da an den Platzverhältnissen nicht großartig was ändern wird, denke ich mal, wird es auch schwer, da eine Damenmannschaft oder eine Mädchenmannschaft da zu installieren. Was auch schwierig ist, langfristig gesehen, weil wenn man nur eine Mannschaft einsetzt, dann muss man die ganzen Spielerinnen für die nächste Saison wieder einkaufen oder verpflichten. Und da kommt dann auch einiges an Aufwand zu und vor allen Dingen auch an Kosten. Ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. So ist es. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Die stellt Raul Meyer und er fragt: Hallo Herr Axoy, man fragt Trainer immer, was hätten Sie anders gemacht als ein anderer Coach? Aber was hätten Sie genauso gemacht wie Friedhelm Funkel, als er kam? Also die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Ich denke, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, das ist ja schön am Fußball, dass jeder Bundestrainer spielen kann. Aber ich glaube, großartig was anderes hätte ich auch nicht gemacht. Ich denke, man hätte mal versucht, ein bisschen Ruhe reinzubringen, Stabilität reinzubringen in die aktuelle Situation, in der Verein damals war. Ich glaube nicht, dass man Friedhelm Funkel jetzt irgendwas vorwerfen kann, dass er großartige Fehler gemacht hätte, sondern ich glaube, er hat das Beste versucht, das Beste gemacht und mit ein bisschen mehr Quäntchen Glück hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr eingeholt und würden jetzt nicht dastehen, wo wir jetzt aktuell stehen. Aber wir sind immer noch über dem Strich. Und ich denke, was man immer wieder sagt, wir haben es immer noch selber in der Hand. Und von daher, das ist das Schöne an unserer jetzigen Situation. Genau, deswegen auch die Frage wahrscheinlich, was hätten Sie genauso gemacht wie Friedhelm Funkel? Also quasi alles. Dann hoffen wir natürlich, dass Friedhelm Funkel und damit auch Tashin Axoy dann recht behalten und am Ende der Saison die Fortuna über dem Strich stehen bleibt. Das war auf jeden Fall die Frage der Woche von Raul Meyer und der bekommt dafür eine Thermoskanne für Kaffee oder Tee, zum Beispiel im Stadion oder bei der Arbeit, damit es ein bisschen wärmer bleibt. Und es gibt ein Fortuna Düsseldorf Schlüsselband, das kann man auf jeden Fall auch gebrauchen, damit man den Schlüssel nicht lange suchen muss. Tashin Axoy, vielen Dank erstmal für den Besuch und dann natürlich ganz viel Erfolg für die Fortuna am Sonntag und auch für Ihre Mannschaft. Und für die neuen Aufgaben dann im Nachwuchsleistungszentrum. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war 95 Ole, das Stadtwerke Düsseldorf Fanmagazin für diese Woche. Wie nie zuvor gilt am Sonntag: Kommen Sie ins Stadion, unterstützen Sie die Mannschaft, drücken Sie die Daumen, am besten auch bis zum Sonntag, damit die Fortuna 3 Punkte einführt gegen den FSV Frankfurt. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.